21. Das Verhör. Mit Clemens Nicol und Markus Wallay. So. Name? Katja oder Katja. Katja. Nachname? Bunyatishvili. Bunyatishvili. Ohne C. Geburtsort? Batumi Georgien. Batumi. Mhm. Aktueller Wohnsitz? Paris. Schuhabsatzhöhe? Ah, weiß ich nicht. Haben Sie? Ja. Okay. Mal messen. Wie macht man das? Ich würde sagen 9 cm. Mhm. Gut. Katja, dir wird Folgendes vorgeworfen. Mhm. Schulabbrecherin, mhm. Verruchte Tastenbraut und Make-up-Doping. Mit 12 hast du die Schule verlassen, abgebrochen fürs Klavier. Kannst du überhaupt ausreichend lesen, schreiben, rechnen? Auf Chinesisch nicht, aber auf Georgisch, Deutsch, Russisch, Französisch und Englisch doch. Aber ich habe nicht wirklich, ich habe nicht ganz richtige Informationen, der Herr Kommissar. Wieso? Weil ich habe nicht mit 12 Schule gelassen, sondern es war noch für 3 Jahre, dann bin ich zurückgegangen. Und was war von 12 bis 15? Ich habe schlechte Masterklassen gehabt mit sehr schlechten Professor, der macht heute Werbung mit meinem Namen. Aber ich Name? Habe selbst, ich gebe nicht den Namen, weil ich will nicht eine Werbung, so eine große Werbung machen. Aber es war sehr schlechte Masterklassen, wirklich. Aber ich habe zu Hause alleine geübt und meine Freiheit habe ich in dieser Periode irgendwie entdeckt. Und wo hast du die ganzen Sprachen gelernt? Also Georgisch ist deine Muttersprache, aber Französisch, Englisch, Deutsch? Das habe ich in Georgien auch gelernt eigentlich. In Georgien? Ja. Lernt man so viele Sprachen? Muss man nicht, aber kann man, wenn man will. Top. Es ist nett eigentlich, dieses Verhör. Ja, geht ich habe gedacht, es war strenger. Es wird noch strenger. Immer lachen die Männer, die sind böse am Anfang, bevor es gefährlich wird. Mhm. Am Anfang ist es immer sehr lächerlich, ich finde. Nächster Vorwurf, eingebildete Ziege. Ziege, ich bin Ziege? Ja. Okay, ich habe gedacht Ziege, ich kenne Ziegenkäse. Deswegen erste Assoziation, nee, ich glaub, das wir was anderes, ich bin Ziege, nicht okay. Ja, du, und zwar, Zitat von dir, irgendwie war mir immer klar, dass ich Erfolg haben werde und du bezeichnest dich auch selber als Wunderkind. Was? Ich nicht, andere sagen. Oh. Warst du so ein, wir sagen, Arschlochkind, das niemand leiden konnte, weil du schon so arrogant warst? Ich habe das nicht als Kind gesagt, am erstens. Entschuldigung, ich habe nicht Anwalt dabei, aber ich kann selbst auch ein bisschen mich schützen. Ja, ja, ja. Zweitens, ich sage nicht meine Meinung, dass ich Wunderkind war. Ich habe das immer gehört und ich habe gedacht, dass es war so. Weil Kind wahrnimmt Realität als andere sprechen und Professoren und alle haben das gesagt. Deswegen habe ich gedacht, dass wahrscheinlich, ja, ich bin das. Aber ich wollte nicht ein Wunderkind sein. Aber dritte Information war richtig. Von 3, nur eine Information war richtig. Mit dem Erfolg, oder? Ich habe doch gesagt, dass ich wusste, dass ich Freude schaffe im Leben. Das wusste ich. Nächster Vorwurf, Notenignoranz. Das ist falsch. Na,
Nein, das, Zitat, ich meine, manche sagen, aber das ist nicht richtig. Zitate von dir: Noten sind wichtig, um die Musik ungefähr zu verstehen. Sie sind ein Durchgangsstadium zwischen Leben und Kunst. Ich brauche mehr Argumente von Ihnen, wenn Sie sagen, dass ich Noten nicht respektiere, weil es ist nicht so argumentiert. Ich kann argumentieren, warum sehe ich so, aber ich bin nicht sicher, dass die Menschen, die das sagen, die haben genug Argumente. Habe ich den Faden verloren. Bist du raus, Markus? Ich bin raus. Ja, er hat keine Ahnung, er versteht es nicht. Er ist, ja. Ich glaube, ich habe es schon verstanden, aber okay. Also, nächster Vorwurf, Katja. Mhm. Zweifelhafte Werbeikone. Jetzt kommen die Beweise. Mhm. Mhm. Schmuck, Uhr. Also, hier, Schmuck. Das ist nicht, das ist einfach ein... Und hier, das Hotel? Für Dekoration. Und ich bin auf Cover einfach. Aber das ist hier, das ist... Ja, das mache ich hier. Hier ist Werbung, ja. Wenn du das machst, wirst du so mies bezahlt, so schlecht bezahlt bei den Konzerten, dass du das hier machen musst? Nicht genug für was? Nicht genug. Was meinst du? Für dich? Zum Leben? Zum Leben? Nein, ich kann leben mit meinen Konzerten. Mhm. Aber ich mag auch anderen Menschen Geld geben, die das brauchen. Dafür brauche ich mehr Geld. Wem gibst du Geld? Viele Menschen in Georgien, die ich kenne, seit ich Kind bin. Oder einfach Projekte, wo ich will. Nicht Investitionen machen, weil Investition ist, wenn man zurück dann Geld bekommt. Ich bekomme kein Geld zurück. Einfach, ich mache einige Projekte, wo ich Geld geben kann, ja. Mhm. Wenn ich kann mit diesem Bild und mit meinem Wesen Geld bekommen und mich selbst glücklich machen, machen die Sachen, was ich machen will, und andere noch glücklich machen, die möchten auch manche Sachen machen, die haben keine Möglichkeit, das zu machen, dann warum nicht? Das ist kein Problem. Nächster Vorwurf. Möchte gern Popsternchen. Ich denke, ich gewinne. Beim dem hier? Ja. Oder generell? Ganze Prozess, ich denke, ich gewinne. Chris Martin, Coldplay, hier. Die klassische Konzertbühne reicht dir nicht aus. Du willst in große Stadien und du hast dir eben Coldplay ausgesucht. Ja, mit denen hast du auch auf ihrem letzten Album zusammen gespielt, bei einem Track. Aha. Wann kommt dein erstes Pop-Album? Es wird nicht kommen. Pop-Album nicht. Weil Pop ist ein Genre, weil Coldplay ist nicht Pop zuerst. Naja, auch. Nein, es ist populär, aber es ist nicht Popmusik. Popmusik ist Britney Spears. Das ist Pop. Ja, aber es ist, aber ist schon auch Pop. Nein, es ist alternative Rock, leichte alternative British Rock. Und sehr individuell. Ich habe ein bisschen gemischt, manche Styles. Und vielleicht gibt es ein Pop-Element drinnen, aber als Style kann man nicht Coldplay als Pop definieren. Aber du hast deinen Bademantel an, oder? Ja. Was habt ihr denn? Es ist nicht Bademantel, es ist ein... Ja, nein! Nicht Bademantel, es ist ein Mantel. Entschuldigung, mein Deutsch. Bademantel. Aber das sieht aus, als ob ihr gerade in der Sauna wart. Nein, gar nicht. Das ist ein Mantel. So, Mode. Ach, Mode. Ah. Bademantel bedeutet, was man anzieht im... oder? Ja, ja, im Bad. Nein. Und das ist ein... Sehr, sah so aus. Schöne. Sah so aus. Nein, gar nicht. Das ist welche... Ja, es gibt auch schöne Bademäntel. Ja, es ist schon ein schöner Bademantel. Max Mara, Entschuldigung. Das ist nicht... Max Maras machen nicht Bademantel. Nächster Vorwurf: Verruchte Tastenbraut. Tiefe Ausschnitte, hautenge Kleider, knallroter Lippenstift. Noch einmal. Wir schauen jeden Punkt detailliert, ja, okay. Weil manche. Tiefe Ausschnitte, ja, so wie ich. Nein, eine Sekunde. Ist das tief? Ja. Das ist tief. Ja. Das ist so. Das ist tief. Wir sind in Deutschland, das ist Europa, das ist nicht Iran. Aber das es geht ja nicht nur um die Ausschnitte. Das Hallo. Ist tief. Das ist tief. Es geht nicht nur um die Ausschnitte. Das ist 1, 2, 3 von 16. Okay, 4 von 16. Das ist ungefähr 20-30%. Okay. 25%. Sprechen wir über diese 30%. Okay, gut. Hautenge Kleider.
Welche? Hautenge Kleider, enge Kleider, viel, viel. Knallroter Lippenstift, immer. Wissen Sie, wenn Sie nehmen diese Kleid, die schaut so eng zu mir und sie jemand andere trägt, die hat weniger Shapes. Es wird nicht so eng sein. Ja, egal, welche Kleid ich nehme, die sind Kleider, meistens Female-Kleider, die schauen eng auf mich. Ja, aber du spielst schon mit deinen Reizen. Du willst schon auch sexy rüberkommen. Nein, das ist nicht wahr. Doch, doch, doch. Was meinst du, kommen für deine Konzerte, kommen mehr Leute wegen des Outfits oder wegen der Musik? Die kommen, weil die möchten Interpretation und meine Persönlichkeit von nah erfahren. Mhm. Die kommen zu hören, aber... Auch zu sehen. Sonst können sie auch CD anhören. Die kommen zu hören in live. Ah. Gestern habe ich eine Dame gesehen, ich war im Wilhelmshaven. Mhm. Und ich habe eine Dame gesehen, sie hat gesagt, ich habe sie auf Echo Klassik geschaut und dann bin ich gekommen an ein Konzert, weil ich wollte sie live erleben. Das ist falsch, wenn sie sagen, dass sie möchten mich sehen. Sie können mich auf YouTube sehen und komme ich ganze Nacht und machen, was sie möchten. Diese kreative Maladen gibt es auch im Leben, aber die Menschen, die kommen am Konzert, die möchten mich live erleben als Musikerin. Mhm. Also erleben. Erleben, sagt man nicht? Mhm. Ja, doch, doch. Du musst es nur aufschreiben, dass wir das richtig hier, dass wir dann nicht wieder diskutieren müssen. Und ich wollte gar nicht sexy sein für mein Beruf, weil das ist nicht Beruf für mich, das ist mein Leben und niemand kann das anfassen. Ich trage Lipstick auf der Bühne, weil ich trage das im Leben auch. Mhm. Verstehen Sie? Mhm. Wenn ich am Soiree gehe zum Beispiel, ich habe auch Lipstick. Wenn ich Sie treffe, ich habe das auch. Aber wenn ich auch meine Liebe treffe, ich habe das auch. Verstehen Sie? Mhm. Genau so ist mit Kleider. Ich habe dieses Teil, ich habe dieses Teil. Das hat nichts zu tun mit meinem Spiel. Okay. So wie mein Spiel hat nichts zu tun mit meinem Teil. Aber ich bin nicht immer so. Ich bin auch so, ich bin auch so. Mhm. Ich bin unterschiedlich. Nicht geschminkt oder nicht geübt? Was ist schlimmer? Oh, nicht geübt. Sviatoslav Richter oder Glenn Gould? Oh mein Gott, Sie sind böse, Mensch. Jetzt sind Sie böse. Jetzt bin ich ganz böse. Ja, Gould. Aber jetzt habe ich in meinem Herz, weil ich habe... Mit Richter war ich nicht nett. Ich liebe beide. Aber Gould, wenn ich muss auswählen. Bim oder Bom? Bun. Vielen Dank. Gern geschehen. Sie spendet Geld noch verbessern für Hilfsprojekte. Ja. Aber ganz ehrlich, Markus, wenn wir die einbuchten, die redet den ganzen Tag in fünf Sprachen. Oder wir stecken sie dahin, wo sie keiner hört. Ja. Sorry. Ja, aber sowas haben wir nicht. Ich will einfach, wie das funktioniert. Das geht ganz gut, ja. Willst du mal? Also nur so als Warnung, ja. So fühlt sich das an. Aber aufpassen, ich habe Konzert. Aber wir haben keinen Schlüssel. Oh, okay. Aber Sie haben gute Zähne. Ich, ja. Es wird helfen. Nein. So, also hier auf jeden Fall nochmal eidesstattliche Erklärung ist auf Deutsch. Verstehst du ja alles. Markus, ich muss jetzt erstmal 4 Wochen auf Kur und dann geht's mir wieder gut. Ich kann jetzt nicht mehr, es ist echt. Ja, Demokratie immer gewinnt. Ich habe das, aber ich bin freier als er. Und ich fühle mich viel besser als er. Er ist müde, ich habe noch viel Energie. Okay, jetzt bitte. 21, das Verhör. Zum Anschauen und als Videopodcast unter brklassik.de.